Westendorf. Idyllisches Wanderparadies, Naturjuwel und Austragungsort der Urban Bike Challenge. Was zum Anschauen, zum Genießen. Es ist richtig spektakulär dieses Jahr wieder und ich glaube, so soll es sein, eine gute Mischung, an jedem Tag was anderes. Das war wieder der Backflip-Job. Also die Schwierigkeiten sind auf jeden Fall, dass man die Line ganz flüssig durchspringt, Style mitnimmt und auf jeden Fall harte Tricks macht. Sowas habe ich noch nie gesehen. Super, super geil, was die Leute auf sich nehmen. Fürs Finale qualifizierten sich 6 Athleten aus Österreich und Deutschland, aus denen dann der überragende Sieger gekürt wurde. Wir helfen dir mit unserem Applaus. Yeah, Vettel 360. Das NMA. Heute bei der Urban Bike Challenge, wie ist es da gegangen? Ja, war ganz cool, hat mir echt taugt. Bin nicht einmal auf der Nase gelegen, somit hat es passt. Wir lassen alle noch ein paar Fotos machen. Wie gesagt, drüben gibt es auch noch ein bisschen Bier. Ich sage schon einmal Dankeschön für das, dass ihr alle da wart. Das hat mich sehr gefreut.